Einen wunderschönen guten Tag und wieder mal herzlich willkommen zum C-Sharp-Tutorial. Wir befassen uns heute wieder mal mit den Schleifen und spezifisch mit der Vorschleife. Eine Vorschleife ist im Prinzip nichts anderes als eine While-Schleife, außer dass es eine Variable gibt, die mit der Schleife mitzählt. Das kann man anhand eines Beispiels gut veranschaulichen. Wir wollen zum Beispiel alle Zahlen von 1 bis 10 in der Konsole ausgegeben haben. Damit würden wir mit unserem aktuellen Wissen Folgendes tun. Wir würden eine Integer-Variable initialisieren, zum Beispiel i, und diese auf 1 setzen und dann in einer While-Schleife, solange wie i kleiner gleich 10 ist, i um 1 inkrementieren und logischerweise das Ganze in der Konsole ausgeben. Das Ganze funktioniert auch, also es werden alle Zahlen von 1 bis 10 angezeigt. Nur ist das eine ziemlich umständliche Schreibweise. Man kann das auch leichter darstellen. Also ich kommentiere das jetzt mal aus. Und wir machen unsere Vorschleife. Eine Vorschleife ist so aufgebaut, man schreibt vor, Klammer auf, dann die Variable, die man initialisieren will. So wie vorher schon, also int i ist gleich 1, schreiben wir jetzt direkt rein, dann einen Strichpunkt, dann die Bedingung, also i kleiner gleich 10 in diesem Fall, und um wie viel die Variable nach jedem Durchlauf inkrementiert werden soll. Also wenn wir 10 dazu zählen wollten, würden wir jetzt schreiben i plus ist gleich 10. Das würde bedeuten, dass zu i 10 dazu gezählt werden. Das wollen wir aber nicht, wir wollen nur i plus plus. Das steht für i inkrementieren. Also ist es prinzipiell, und dann natürlich wieder CWI. Das ist prinzipiell genau dieselbe Schleife wie vorher, nur kompakter. Also es macht auch dasselbe, es gibt alle Zahlen von 1 bis 10 aus. Und das ist eigentlich die ganze Magie der Vorschleife. Ja, es gibt dann noch eine andere Version der Vorschleife, das ist die For-Each-Schleife. Da können wir zum Beispiel, da müssten wir jetzt die Arrays machen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen kurzen Ausschweif mache zu den Arrays. Ich mache da zum Beispiel einen Array mit so und so vielen Zahlen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Zahlen. Und ich möchte jetzt die Summe aller dieser Zahlen ausgeben. Ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich könnte diese While-Schleife da oben wieder schreiben. Oder ich könnte eine Vorschleife schreiben. Oder ich mache es noch leichter und initialisiere einfach mal eine Variable Summe zum Beispiel. Die setze ich auf 0. Und dann mache ich diese For-Each-Schleife. Ein int i wieder. Dann schreibt man in. Und dann den Array-Namen. Das bedeutet für jedes i im Array, i, also Summe, plus ist gleich i. Das bedeutet, dass zur Summe dieses i, also jede Zahl aus diesem Array hinzugefügt wird. Das kann man dann in zwei Zeilen verkürzen, mehr oder weniger. Und es funktioniert auch noch. Also die Summe von denen ist 21, ziemlich sicher. Ja, das war's dann auch schon mit der Vorschleife, beziehungsweise den Vorschleifen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, tschüss.